Hallo und herzlich willkommen zurück und wir sind hier gerade auf dem Weg Richtung Unendlichkeit. Naja, nicht ganz, fast. Und holen uns den nächsten Asteroiden. Wir können lange Turbo geben, das ist echt super. Und schnell zum Stehen kommen. So, durch die Kameraperspektive kann ich dann die Laser nicht mehr einsetzen, weil sie unten drunter sitzen. Das ist ja ungünstig. Ich finde die Kameraperspektive so ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ich glaube, es funktioniert halbwegs. Das müssen wir gleich verkaufen. Sonst macht das alles keinen Sinn mehr hier. So, nehmen wir den auch gleich noch. Wenn wir schon da sind. Ich sehe jetzt aber nichts weiter. Ja, er sagt halt, wir sind zu schwach, weil wir haben halt keine Verteidigung. Ne? Das ist ein großes Problem. Aber wenn wir das gleich verkaufen, dann haben wir genug für unsere Crew. Und wir haben genug, um irgendwelche Gadgets zu kaufen, damit wir Türme benutzen können. Weil das Gadget, was ich habe, das ist nicht so, dass wir das benutzen sollten. Also bin ich jetzt zumindest der Meinung. Schnieke, es war aber viel Titan. Das ist ja noch einer, der sich direkt dahinter versteckt hatte. Super. Nehmen wir alles mit. Was ich faszinierend finde, wir haben jetzt eigentlich schon wirklich einen, ja, minimal besseren, aber er ist schon besser als der Standard. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es dauert Ewigkeiten. Also der Bergbaulaser, ne? Dum 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 dum. Dran, ne? Ich sehe es gerade. Okay, es bringt auf jeden Fall schon mal einiges an Geld. Oh, was hat er da? Die Besatzung muss bezahlt werden. Eieiei. Dann sollten wir schnell zurückspringen. Es wäre ganz gut, wenn der Captain nämlich nicht meutert. Hier müssen wir auf jeden Fall Sachen abbauen. Ist krass, wie er jetzt kaum noch Energiebelastung hat. Haben wir unten gesehen, ne? Ja, das ist super. Okay, Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Wo ist es? Da ist es. Okay, da unten fliegt eins weg. Das heißt, da unten können wir andocken. Ja, irgendwie wäre es ganz gut, wenn wir noch schneller wären, ne?
Okay, das war schon. Okay, krass. Dann. Okay, ist alles bezahlt. Wunderbar. Besatzung wurde bezahlt. Weißt du was, was soll der Geld? Aber 8000. Sehr gut. Okay, wo ist jetzt mein Ausrüstungsdock da vorne? Das hat sogar eine Mission. Was hat es denn? Ah, der Stufe 4. Mhm. Ja, ist klar. Ich habe Titan gesehen. Da müssen wir kurz einen kleinen Umweg machen, weil ich schon Titan entdecke. Dann lieber gleich das hier losschicken. Ja. Es wundert mich eigentlich, dass wir die Materialien nicht automatisch bekommen. Immerhin habe ich das ja so eingestellt, ne? Dass wir die bekommen. Seltsam. Ich glaube, fürs Erste reicht das bei dem Schiff. Ja? Wir können, ich denke, aufgrund der Rechenleistung können wir recht viele Sachen dranpacken. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir die richtigen Module kaufen, dass wir den verfügbaren Platz so gut wie möglich nutzen. Dann können wir damit erstmal das Universum terrorisieren. So ein bisschen. Das dauert Ewigkeiten. Also genau, man kann ja vieles automatisieren und andere machen lassen. Aber ich muss sagen, es macht trotzdem mehr Spaß, vieles selbst zu machen. Ne? Wie das zum Beispiel mit den Ressourcen abbauen, mit dem Handeln, mit dem Sachen entdecken und sowas. Das, alles automatisieren würde ich, glaube ich, nicht wollen. Das dann geht so viel verloren beim Spielen, ne? Dann spielt man sowas wie EVE Online, wo man nur indirekt sein Schiff kommandiert. Das ist so mega nervig. Und wo alles ein Schweinegeld kostet. Kann ich gar nicht verstehen, dass das so viele Leute spielen, bei dem, was man da Geld buttern und reinbuttern muss. Also kann. Natürlich, man kann immer, ne? Aber wir wissen ja, wie das bei solchen Spielen ist. Ja. Ja, geht ja ganz fix. Ich habe gerade überlegt, dass er die Schiffswerft. Dann werden wir die Schiffswerft nutzen und werden da uns nämlich ein kleines Schiff basteln, weil wir müssen noch einen Kapitän zur Verfügung haben. Wir haben auch noch diese Bergbaulaser und dann lassen wir uns ein Schiff werkeln, was wir dann einfach nur in diesen Sektor hier rumschicken. Das dann auch in den anderen Sektor geht und da halt abbauen soll. Genau. Einfach noch ein bisschen mehr Ressourcen bekommen. Denn mit einem Schiff, was wir Ressourcen uns bringen, das ist nicht so der Burner. Nee, nicht so richtig. Okay. Ja, sehr schön. Dann auf zum Rüstungsmodul. Laden. Händler. Mit. Das sieht ja mega platt aus. Ach, schade, ist nichts. Schrecklich. Ich sehe ziemlich viel Eisen. Da hinten sind auch irgendwie noch Asteroiden, oder? Ah, könnte sein, könnte aber auch nicht. Also manchmal hat sie über 2000 Asteroiden in so einem Ding. Das ist schon nicht verkehrt. So, ich reise jetzt dahin. Wir sehen uns dann morgen und gucken mal, was wir da so kaufen können.